Irgendwie komme ich mir da schon manchmal vor wie ein Außerirdischer, wenn ich hier als Weißer durch den Markt schlende, mir eine Banane kaufe und die Leute schauen einen einfach immer an, wie wenn man irgendwas Besonderes ist. Und das sind wir auch, wir fallen einfach auf. Aber es ist Teil unseres Kulturtrainings hier in Madagaskar und ich glaube, wir gewöhnen uns dran, nach und nach. Es geht nicht auf Knopfdruck, man kommt hier nicht an und ist plötzlich Teil der Kultur. Das funktioniert irgendwie Step by Step und auch die Madagassen hier werden sich an uns gewöhnen. Wenn ich mir hier zum fünften Mal eine Banane kaufe, irgendwann wird es einfach Routine sein. Was wir sonst noch machen hier als Familie neben unserem Kulturtraining bei Nehemia, das verraten wir dir in diesem Video. Wir sind bereit. Es ist frühmorgens Sonntag und wir besuchen den Gottesdienst jetzt mit Mitarbeitern von Nehemia, die ich glaube bei dem Gottesdienst auch mitwirken und gesagt haben, es wäre cool, dass wir auch mit dabei sind und haben uns dazu eingeladen. Uns ist jetzt wichtig, in diesem Video euch auch die Arbeit von Nehemia vorzustellen, beziehungsweise das, was in der Corona-Zeit eben gerade möglich ist. Und da nehmen wir euch heute mit in den Tag und gehen dann auch später nochmal rüber zu Nehemia und zeigen euch da ein paar weitere Eindrücke. Wir sind hier mal der Gasse schon unterwegs. Das wird man an der Holperstrecke merken, die wir jetzt fahren. Und das Bild wird bestimmt noch oft wackeln. Und zum anderen merkt man es daran, dass in dieses Auto, wo wir jetzt gerade zu sechs drin sitzen als Family, noch weitere Personen dazukommen. Lass dich mal überraschen, wer alles dabei ist. Denn einen habt ihr schon im letzten Video gesehen. So, wir sind zu sechs hier hinten als Family im Kofferraum und da vorne sind 1, 2, 3, 4, 5 Madagassen. Hey Tansuna! Win! Ça va? Und es ist noch nicht alles, es kommen noch mal zwei Erwachsene dazu. Hey Clara, you're working for many years for Nehemia. What is your position? Oh, I am the responsible of the church. Means that I organize everything for the church, every sermon and everything. Also, I am part of the administrative team at Nehemia. Yes. And we drove now 2 hours to this place, what is a school, but today we celebrate a service in here. What is this place about? This place is called Vitus, and it is one of the host church that Nehemia is working for a few years ago. So yeah, it's quite far, but as you know, because of the COVID, there was confinement, and we need to encourage again people to come for the worship and to study God's word, and to let them to be bold again. So time to time we visit this church. So today is the fourth time that we visit our Vitus church. Ah, okay. So this is about keeping relationship and yes, building up the community yes, here to support yes, them. Yes.
Das System der Hauskreisgemeinden, das die Clara vorhin angesprochen hat, ist also folgendes. Nehemia betreut ca. 12 Hauskreisgemeinden dezentral, die aber zu Nehemia gehören und sich einmal im Monat dann vor Ort in Nehemia Center zum Gottesdienst treffen. So war es jedenfalls vor Corona. Und dann dreimal im Monat hier regional eben ihre Veranstaltungen haben. Und deswegen unterstützen wir die gerade, weil die eben auch nicht vielleicht zu viele sind oder weil es immer mal gut ist, sich gegenseitig zu sehen. Nach dem Gottesdienst trifft man sich auf halber Strecke noch mit dem Pastor zu einem Kaffee. Kaffee, genau. Hier in dieser Bäckerei dann nächstes Mal. Leute, kommt raus, wir holen uns noch einen kleinen Snack, bevor es weitergeht. Wir haben noch eine lange Autofahrt nach Hause vor uns. Was hast du dabei, Nila? Noch eine Mandarine. Eine Fossari. Jeden Montagvormittag findet hier das Nehemia Workers Meeting statt. Ich werde gleich mal reinspitzen. Ah, so ist es also gerade die Saholi, die Direktorin, zu der ich später auch noch gehen werde und sie euch vorstellen werde. Die hat gerade anscheinend das Zepter in der Hand und der Sake wird sich wahrscheinlich per Video später noch mit dazuschalten. Okay, wir sind selber noch nicht bei den Mitarbeitertreffen dabei. Naja, wir würden ja auch gar nichts verstehen ohne unsere Sprachschule. Also ich verstehe vielleicht zurzeit jedes 10. Wort und daraus kann ich mir noch keinen Reim machen. Deswegen muss ich jetzt weitergehen und wir haben jetzt unsere Stunde mit dem Ansa, unserem Sprachlehrer, und werden da weiter Madagassisch lernen. Safen. Eisen. Nie tut er da. Okay. Zahle B. Was machst du da gerade, Nila? Gerade lerne ich neue Wörter, beziehungsweise haben wir das jetzt von gestern wiederholt. Und ich darf das noch gar nicht selber sagen, sondern ich höre nur zu und ordne die Bilder zu dem Wort zu, was er auf Malakassisch gesagt hat. Und später darf ich das auch selber aussprechen. Und bei welchen Worten sind wir gerade? Wir machen jetzt gerade das Wetter und ich denke auch so die Gegend, also wie zum Beispiel Gras und Wiese und Wüste und so weiter. Genau. Wir sind jetzt bei der Lektion 20. Das heißt, wir sind schon im Buch 2, im zweiten Buch. Und wie viele Bücher gibt es, Schatz? Mehrere, aber am Anfang geht es vor allem mehr ums Lernen der Worte und dann später vor allem ums Sprechen und Zusammensetzen. Okay. Eisen ja Jeff. Zielat. Eisen Rift. Eisen Tanift. Ni Vevavi. Russian. Tiwani. Ni Ozean. Isi. Okay. Tar. Hey Ansa, als unser Madagassisch-Lehrer, sag mal, die Nela und ich, wir lernen jetzt schon seit etlichen Monaten hier Madagassisch bei dir, schon in Deutschland auch, aber jetzt intensiver hier in Madagaskar. Wie machen wir uns bisher? So far, we have been starting this course for 4 months now. And personally, I can say that they are doing really good. And how long does it take for us to learn Malagasy so that we can speak fluently with other Malagasy people? What do you think? Really depends on how you work. But for you, I think you are hardworking, you like the language, you like the country. And I mean, after 1.5 years, you're gonna be fluent in Malagasy. Was auch zu unserem Job gehört, ist natürlich die Sprache dann aktiv einzusetzen. Und das kann man am besten, wenn man hier auf der Straße ist oder in verschiedenen Läden und dann mit den Leuten redet. Und die Leute interessieren sich ja auch für einen. Klar, man ist ja auch als Käufer unterwegs. Und jetzt habe ich hier Kerzen, die bräuchte ich für heute Abend. Und jetzt frage ich die einfach mal, was es kostet. Das könnte ich auch Französisch machen, aber ich versuche es natürlich auf Madagassisch. Und ich versuche auch noch zu versuchen, den Preis zu verhandeln, obwohl ich hier in einem Geschäft bin mit fixen Preisen. Aber wir haben da was auf Madagassisch gelernt, was ich versuche anzuwenden. Mal gucken, ob es klappt. Asafati, Ocini. 17.500 hier. 17.500? Ah. Ambul Mia di Varucha V? Prefix? Oui. Ah, okay, wie such.
Okay, also ich habe einfach mal gefragt, ob ich den Preis verhandeln kann. Aber ehrlich gesagt, der ist sau teuer. Die wollen 4 Euro für die Kerzen. Aber ich brauche die Kerzen auch dringend. Oh, jetzt muss ich überlegen, ob ich die wirklich kaufe. Ich glaube, ich schaue nochmal in den Supermarkt, weil manche Sachen sind allerdings extrem teuer und dafür kaufe ich sie jetzt nicht. Aber ich habe ein bisschen mein Madagassisch praktiziert. Schau mal, wen ich hier entdeckt habe. Es ist kaum zu glauben, die Saholi. Wer ist denn die Saholi? Die Saholi ist die Direktorin von Nehemia. Das Saka ist ihr Bruder und Pastor sozusagen, der geistliche Leiter von Nehemia, von dem Werk. Und die Saholi ist sowas wie die Geschäftsführerin und mit der werde ich viel zusammenarbeiten in der Zukunft. Und ich werde sie jetzt mal ein bisschen interviewen. Saholi, du weißt ja, ich muss viel Sprache lernen jetzt gerade mit dem Ansa. Warum kann ich nicht gleich mit dir zusammen in die Arbeit einsteigen? Ich bin ja auch richtig heiß drauf. Mhm. Okay, the main reason is because you will work with Malagasy people. And especially with poor people who knows nothing but Malagasy, who speaks nothing but Malagasy, so you really no need French, no English. No French, no English. So this is why you have to talk to them in Malagasy. If you need a translator all the time, then you can't really work with them. Because the main thing we plan to have with you is to work with projects. It's really to help these poor people do something to change their lives and to improve their lives. So you have to be able to talk to them in Malagasy. So I will be here to help you to improve the project here, which is running well. You have my not compliments. Not so well yet. I like many, many things, but I like to organize, to help, to lead, to support you in different areas. And Patrick, who also helps here, just mentioned a new idea, one part of a new project. Mm-hmm. Can you tell me something about it? I heard about it and we have to discuss it. Mm-hmm. What is it? This is kind of really new. We are still talking about it, but one of the biggest problems in Madagascar is health, because people are poor and we have many people who just died though they could be saved. And so we plan to, this is a project that I think it will work. The MAF, their job is really to bring people from the countryside where there is no doctor, there is no healthcare, and to bring them to Tana. But when they are here, their problem is who will follow them up, who will take them to the hospital, who will care for them. So this is where Nehemia can really collaborate with them. So we will kind of take care of the social parts and they do the transportation parts, and then for the health also we may really collaborate to see so who will pay what and etc. But the goal is really to help the maximum of people who can be saved. So this would be one new project that you're planning to do with me. Yes, I can be part of or coordinating. Yes, and there will you will be follow. The main coordinator of that. Cool, but I just have to wait couple more months till I can speak, because if I can just say to people salama, that's not much, huh? Yes, this will not be much. Yeah, but I see that you really progress very quickly. Thank you. Seit langem, wegen den Corona-Maßnahmen, hat hier auch der Kindergarten wieder begonnen und ich habe jetzt noch nicht reingeschaut, ich habe nur gehört, dass hier einiges los ist und wollte jetzt gleich mal reinschauen. Kommt doch mal mit, wir sehen. Wer da ist? Ich glaube, das sind nur ein paar Kinder da. Ich habe schon lange keinen mehr hier gehört. Oh, doch, einige. Salama! Salama Zara! Salama! Isa Ninara Ko? Nela. Nara Nuni? Nela. Nela. Stefan Anarako. In Deutschland habe ich ja als Ergotherapeutin gearbeitet und auch viele Jahre Kinderfreizeiten geleitet und Gottesdienste für Kinder veranstaltet.
Und genau diese Kompetenz möchte ich dann hier in Madagaskar in dem Nehemir-Projekt einbringen. Hier gibt es ziemlich viel Personal, das eben mit Kindern arbeitet. Als Beispiel siehst du jetzt hier im Hintergrund einen Kindergarten für Straßenkinder. Und genau so in einem halben Jahr werde ich hier starten und mir das erste Mal alles genau anschauen, weil ich weiß natürlich nicht, wie das hier eben in Madagaskar normalerweise läuft. Da muss ich mich dann auch erstmal reinarbeiten. Und genau, und danach mal gucken, da werde ich die ein oder andere Inspiration einbringen und die Mitarbeiter eben schulen und weiterbilden. Jetzt ist Mittagsessenszeit und hier wird Mittagessen vorbereitet für die Arbeiterinnen hier und auch für den Kindergarten. Ich habe auch schon voll Hunger. Hey, Saori, do I get something to eat too? If you want to. Danke nochmal fürs Video. Wir werden es auch auf die Website stellen von Nehemir. Schau du da auch gerne mal rein, wenn du willst. Dann kannst du noch mehr Infos zum Projekt finden. Und eine meiner Aufgaben wird unter dem auch sein, mich ein bisschen um die Öffentlichkeitsarbeit von Nehemir zu kümmern und vielleicht ein bisschen mehr solche Interviews, solche Eindrücke vom Projekt zu machen und dann dir davon auf YouTube oder auf der Website von Nehemir zu berichten. Danke!